Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video mit mir. So, heute bin ich mit Pino unterwegs. Pino ist hinter mir. Wir sind rumgefahren, haben ein paar Äcker gesucht. Und hier bei einem sind wir fündig geworden, der ist frei. Wir stehen am Anfang der Suchersaison 21. Wir haben heute den 25.07. Und ja, wir sind hier auf einem Römerfeld. Ja. Jetzt werde ich euch wieder meine Kombi nennen, wo ich mit unterwegs bin. Ihr wisst ja alle, ich laufe mit dem Expedeus, das seht ihr ja auch an meinem T-Shirt. Ich habe wieder meine elliptische kleine Spule drauf, die HF-Spule. Und ich werde jetzt gleich euch sagen, oder wir können es jetzt mal so machen, ich muss das ja nicht immer zeigen. Also ich werde jetzt hier den Bodenabgleich machen. Nach dem Bodenabgleich werde ich meine Frequenz auf 14,4 kHz belassen. Dann werde ich den Bodennotch von 90 auf 85 untersetzen. Ich nehme die Schwenkgeschwindigkeit von 3 für den Acker. Habe die Auto-Response, also für tiefliegende Töne, auf 1 sitzen. Ich habe den Eisenton auf 1, den habe ich deswegen auf 1, das habe ich euch immer erklärt, dass ich auch die Mischsignale angezeigt bekomme. Ja, und dann werde ich jetzt gleich loslegen und euch dann beim ersten Fund dazu holen. Aber zuvor möchte ich gerne meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de, den Jochen Reifenrath, an dieser Stelle grüßen. Und ja, ich sage mal, wir legen jetzt los und wir sehen uns gleich beim ersten Fund. Also bis gleich. Hier haben wir ein 54er Signal. Können wir sehen. Bis 62 geht es hoch. So, das könnte in der Tat ein Volli sein, kleiner. So, ist schon in dem Haufen drin. Hier in dem oberen Stück gehe ich mal von aus. Nee, ist es nicht. Ist kein Volli. Das ist nur ein Stück. Ja, so ein kleiner Bronzesplitter. Also das ist aber auch nichts aus dem WK-Bereich. Könnte so ja tatsächlich ein Stück von einem Volli sein. Aber das müsste ich nachschauen, sauber machen und dann weiß ich es genau. Okay, dann bis zum nächsten Fund. Hier haben wir ein 70er Signal und hier haben wir ebenfalls ein über 70er Signal. Also zwei Objekte nebeneinander. Okay, wir fangen mit dem hier an. Noch drin, aber nicht so tief. Okay, wird schlechter, macht aber nichts. Wir schauen nach. Na, es ist das schon. Ach, schon wieder Bronze-Schlacke. Das ist also so ein Überbleibsel von irgendwas gegossen oder was vielleicht hier eingeschmolzen worden ist. Okay, wir nehmen jetzt das zweite. So, lassen direkt die Kamera weiterlaufen. So. Bis 79.
Ah, ist auch draußen. Und schauen wir mal. Ah, seht. Ja. Und Volli. Ja, aber in einem sehr schlechten Zustand. Okay, das ist jetzt eine römische Münze für die, die es nicht wissen. Ein römischer Volli. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob es besser wird. Bis nachher. Hier haben wir einen springenden Leitwert von 52 bis 62, 71. Hier könnten auch zwei Objekte dicht beieinander liegen. Ja, wie gesagt, wir sind ja auf dem Römeracker und da rate ich sowieso jedem, alle positiven Signale zu ergraben, auch wenn es manchmal wirklich sehr mühselig ist, alles zu ergraben, aber vom Acker kann alles dabei sein. So, wie ihr jetzt seht, jetzt habe ich einen 66er Leitwert. So, stellen das mal hin. Ihr seid wieder mit dabei. Ich nehme Pinpointer. Also hierbei ist es. Und er ist noch da am Boden. Ja. Ist aber leider nur ein Stück Draht. Aber ich sag jetzt mal, einige von euch kennen das ja. Und das spiegelt ja die wahre Suche wieder. Bis man ein vernünftiges Teil findet, hat man bestimmt 20, 30, 40, 50, ja, solcher Misserfolge wie jetzt. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier ist das nächste Signal. 38. Und Bino sagt, wir kriegen Gewitter, aber ich gucke jetzt erstmal nach, was das ist. 38er Signal. Draußen ist es. Und es ist besser, jetzt hoch auf 51. So. Ja, sieht nach Gewitter aus, aber ja, haben die ja auch für heute angesagt. Ja, ich sehe sie schon. Ein ganz kleine römische Münze, ein kleines Vollis. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Okay, bis zum nächsten und wir hoffen bis dahin, dass es nicht regnet. So, hier haben wir ein weiteres Signal. 73, sehr laut, sehr konstant. Auch nicht sehr tief. So, draußen ist es. So, hier vorne liegt es bei. Ich stelle euch mal dahin. So. Der Pinpointer wieder an. Ah, und hier haben wir sie schon. Ein Großvollis. Also ein etwas größerer, aber auch wieder in einem sehr schlechten Zustand. Ne? Also, oder das, also der ist sehr verdreckt. Aber ich mache ihn sauber und dann wollen wir mal weiterschauen. Okay, dann bis zum nächsten Fund. Hier habe ich ein 95, 96er Signal. Pino sagte schon, Granatsplitter. Ist auch am Lachen. Ich hoffe es ja jetzt nicht, aber wird wohl bestimmt wieder recht haben. Ja, komm. So, draußen, in dem Haufen. So, Pino, wenn du recht hast, dann krieg ich den, ne? Dann kriegst du den. Und was ist es? Kein Granatsplitter. Kein Granatsplitter, aber genauso schlimm. Da hab ich gar nicht mit gerechnet. Hä? Da hab ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Nee, ist aber keiner.
Nee, ein Stück von irgendetwas, aber dennoch Schrott. Ja, ist leider so. So, bis zum nächsten. So, hier haben wir wieder ein 88-87er Signal. Pino, was meinst du, was das ist? Du darfst jetzt sagen. 88. Ich gehe ja momentan für die Leute in dem normalen Hufeisenmodus, dass die auch das sehen. Normalerweise würde ich sagen Münze. Pino sagt Münze. Wir wollen mal hoffen, dass Pino recht hat. Na, ist es noch da drin? Ja, hier oben in der Kante. So. Hier ist nichts drin. Das ist hier oben bei. Pino sagt Münze. Und wenn wir da keine Münze finden, was machen wir da mit dem Pino? Dann schmeiß ich dir eine dahin. Dann schmeiß mal eine rein. Da ist gar keine dabei. Und, Pino, deine Münze wird zum, was der Emi sagt das. Blech. Nein. Was der Emi sagt, das war die Schabe. Alufolie oder was? Nein, Granatsplitter. So. Ein Granatsplitter. Ja, schön. Ach, schön, sagt Pino. Ja. Ich muss jetzt leider die Kamera ausschalten, weil es sonst Beweisbilder gibt. Also wenn ich jetzt Pino quäle. So, bis zum nächsten Fund. So, hier haben wir wieder einen 84er Leitwert. Der geht hoch bis 87. Sehr sauberes Signal, aber ich glaube, diesmal liegt es ein bisschen tiefer, ein bisschen. Oder es ist kleiner. Aber das werden wir jetzt sehen. Draußen. Also in dem Haufen hier. Signal ist jetzt auf 82. Laut Deos Fernbedienung. Ah, ist das vielleicht der Spaten, der zu nah ist? Nein, ihr hammert. Hierbei ist es. In dem Haufen hier. Okay. Und was ist es? Ja. Ich würde mal sagen, ein Stück von einem Zünder. Oder eine Bodenplatte von oben. WK2, Munitionszeug. Ja, schlecht erkennen. Okay, dann bis zum nächsten. Hier haben wir ein 81er bis 86er Signal. So, gucken wir mal, was das ist. Draußen ist es. Da haben wir es schon irgendwo. Ah, Pino, komm her. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist, oder? Da. So. Ja, geil. Ich glaube, ein Dinar. Glaube ich, oder? Ist das einer? Ja, es ist einer. So, halt mal unter der Kamera für die Leute. So, das ist der beste Fund, wo Leute an dem Tag. Kann man nicht dran rumreiben. Nee, nee, ich stehe da mal nicht dran. Aber das ist ein Dinar. Ja. So. Das sieht man. So, die Saison hat begonnen. Ich hätte jetzt auf Granatsplitter getippt, weil ich hatte nämlich den gleichen. Okay, ich muss jetzt leider ausschalten. Ich muss mich jetzt um Pino erstmal wieder kümmern. So, alles klar. So, zumindest hat sich jetzt der Tag gelohnt. Ein Dinar. So, bis zum nächsten Fund. Hier haben wir wieder ein Signal, 75. 74, 75, stehen bleiben. So, schauen wir mal gucken, was das ist. So, in dem Aushub ist es. So. Gucken wir mal, was wir haben. Also hierbei. Ja, und ich sehe es schon. Ein römischer Vollis. Aber der ist ein bisschen dicker. Der könnte in der Tat diesmal gut sein. Guck mal, was ich Schönes habe. Ah, Pino hat auch was Schönes. Ja. Wir lassen direkt mal die Kamera weiterlaufen. Ja. Da ist die Nadel. Ja, das ist ein Stück von einer
Fibel. Oder auch also, gesagt, Wäscheklammer. Ja, aber eine ganz schöne. Die hat ein Stück von der Wäscheklammer gefunden. Du Jäckerfibel, ey. Ja. Ja, so ich geht es. Ich bin nur neidisch. Ja, das weiß ich. Du so. Gönnst mir keine Wäscheklammer. Ach ja, alles klar. Ich muss es aussetzen, es wird zu viel. Also bis zum nächsten Fund. Wieder 3 Meter weiter. Das nächste, 63 bis 70er Signal. Ah, hier ist ein Stein runter. Müssen wir von der anderen Seite machen, raushebeln. So. Draußen ist es. Ich sehe auch schon was Grünes. Und jetzt hoffen wir. Aber ich glaube, das ist eher wieder so eine Spitze oder was ist es? Na, was ist es? Da ist es, ah, was abgebrochenes. Ja, aber Müll. Einfach Müll. Okay, bis zum nächsten. Hier ein weiteres Signal. 80. Schwankt ein bisschen von 79 auf 81. So, gucken. Draußen. Draußen ist es. So. Noch in dem Haufen drin. Da haben wir es. Ja, hier würde ich jetzt glatt sagen, ein Stück vom Granatsplitter. Auf jeden Fall irgendwas aus dem WK2-Bereich. Okay, bis zum nächsten. Hier haben wir wieder ein schönes Signal. Ein 81er. Stehenbleibendes Signal. Der 81er war doch Müll, oder? Ja. Ach, ich sehe es schon. Ich sehe es schon, ja, ich glaube, ich sehe es. Ich sehe eine Kante. Ich brauche auch keinen Pinpointer. Ja. Oh, könnte ein Denar wieder sein. Das wäre dann heute der. Ist das einer? Du hast doch was dabei. Ich glaube, das ist ein Denar. Ich glaube, das ist ein Denar. Also, wenn dann das ist es meiner. Dann ist es der zweite. Ich glaube, das ist ein Denar. Ja. Also, Pino macht es jetzt gerade mal ein bisschen für euch. Und was sagt der Pino? Oder? Oh, ja, ist einer, ne? Fuck, ist der geil. Ja, ist der gut? Komm. Der reibt wie, nicht was mehr wie. Nee, nicht so drüber reiben. Ja, ist, also das sieht sehr danach ja, aus. Ja, zweite Denar heute. So. Ich nehme ihn nicht mehr mit. Pino ist gefrustet, heute mein zweiter Denar. Mhm. So. Also, habe ich schon mal ein bisschen Müll gefunden, ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt müsste ich natürlich, ich bin ja natürlich Shelby Jülich, wenn ich so, da ist die Victoria auf der Rückseite. Ich würde jetzt mal sagen, dass das ein Trajan Hadrian ist. Oh, und einer von den beiden. Aber das sehen wir dann zu Hause. So, den Denar Nummer 2. Gib mal her. Pino will noch mal gucken, ich sage euch dann bis zum nächsten Fund. Leider war ich zu schnell mit dem Rahmen statt anzumachen, aber hier, wie ihr seht, möchte ich euch nicht vorenthalten, ein weiterer Vollis, eine römische Münze. Für die, die jetzt es gerade einschalten, eventuell. Oh, ich habe auch einen halbe. Ach, Pino hinter mir, der ist noch ein paar Meter hinter mir oder anderthalb oder zwei. Hat auch ein halbes. Ein halbes, irgendwas. So, dann bis zum nächsten. So, ein Suchertag. Geht heute zu Ende. Pino und ich waren relativ erfolgreich. Jetzt werden wir euch mal die Schrottfunde zuerst zeigen und dann werde ich euch mal meine Münzen, die ich gefunden habe, zeigen. Und wir fangen jetzt erstmal mit Pino seinen Müllberg an. Pino steht neben mir, hier ist Pino und hier ist Pino sein Müllberg. So.
wir kippen jetzt meinen noch dazu, dann habt ihr mal so einen Überblick, was zusammenkommen kann. So, packen wir erstmal alles so aus dem Täschchen aus und kippen es dann. Pfeifendeckel. Kippen es noch dazu und wir räumen es natürlich weg gleich. Ja, außer mein Messer. So, jetzt seht ihr mal, was so an einem Tag echt überall zusammenkommen kann. Das sind bestimmt mehr als 100, 150 Teile, die wir ausgegraben haben. So, jetzt werden wir mal die normalen Funde euch präsentieren. Jetzt fange ich mal bei mir an. Das ist der erste, den ich gefunden habe. Dann hier einen schönen Volli. Ich hoffe, vielleicht könnte das auch noch ein Denar sein, aber da würde ich jetzt nicht drüber gehen. Ich glaube, das würde ein Pino heute die Laune gar komplett verderben. Auf jeden Fall. So, dann haben wir hier den zweiten Denar. Dann hier ein kleinerer Volli. Hier der nächste Volli. Und hier der etwas größere Volli. So, lassen wir mal gucken. Ja, das sind alle. Also ich habe heute nicht so viele Münzen. Ich habe heute insgesamt 6 Römermünzen gefunden, aber davon wenigstens 2 Denare. Und Pino war auch ziemlich erfolgreich. Wir wollen mal hier rüber gehen zu Pino seine Funde. So, da sind jetzt auch jede Menge römische Münzen und andere Münzen auch. Und Pinus. Römische Wäscheklammer. Ja. Das war jetzt unsere Ausbeute. Also für den Saisonstart. Stieber. Sag ich mal, Juli 21 waren wir gar nicht mal so schlecht. So. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn es so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mich noch nicht abonniert hat, jetzt ist die Zeit dafür. Abonniert mich. So, ich möchte nochmal zum Schluss meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen. Ich bedanke mich beim Jochen für das Sponsoring. So. Und nächsten Monat ist es ja soweit. Das ist ja jetzt nur noch 5 Wochen bis zum großen Treffen. Es findet diesmal nicht auf dem Sportplatz statt, aber macht euch keine Sorgen, es ist 50 Meter neben dem Sportplatz. Wir haben zwar den Sportplatz immer noch für das Camping, also für die Übernachtung und die Toilettenanlage sowie die Duschen können die Leute benutzen. Aber wir haben auch, wo unsere Veranstaltung stattfindet, einen Toilettenwagen für Frauen und Männer. Und wir haben natürlich auch dort einen Getränkewagen sowie einen Grillwagen. Also für das leibliche Wohl ist gesorgt. Also wer kommen möchte, ist hiermit eingeladen. Also merkt euch den Termin vor. Es beginnt am 27.08. Das ist ein Freitag ab 15 Uhr. Und endet dann Sonntag, den 29.08. um 12 Uhr ist Abreise. So, der 27.08. da ist die Rallye. Für alle, die daran teilnehmen wollen, merkt euch eins bis 12.30 Uhr, da ist dann Anmeldeschluss für die Rallye. Um 13 Uhr fängt die Rallye an und die wird in etwa 1,5 Stunden gehen. Danach wird ausgewertet und die besten 10 oder die besten 13, das muss ich mir noch überlegen, gehen dann nochmal mit uns aufs Feld und dann wird die Endausscheidung stattfinden für die Preise. Wie gesagt, die Pokale macht wieder unser Ernst, das ist Canis Lupus. 2 Wochen vor dem Treffen werde ich euch die Pokale präsentieren. Und ich bin mir sicher, es wird jedem gefallen, was dort geboten wird. Ja, nochmals ein Dank an alle, die mich abonniert haben, die auch schon jetzt 2 Jahre meinen Kanal verfolgen. Ich wünsche euch allen einen schönen Saisonstart und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dann, euer Markus.
Musik.